Orlando, einmal zu mir. Orlando, could you start on your right side, please? Welcome, passing in the great screen. Okay, thank you. Yeah. Orlando. Orlando, one more look right to your right screen. To your right side, please. Oh, yeah, Orlando, yeah, to the right. To the right side, Orlando. Danke. Haben, dann qualitativ was abzuliefern, was vielleicht auch den Zeitgeist trifft. Das ist sehr schwierig. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier aufschlage, ist für mich wirklich der schönste Moment. Und vor allem den Fans gefällt es auch. Immer noch ein Krisen-Positiv, das ist doch schön. Ja, ich freue mich in erster Linie, dass man ein Produkt abgeliefert hat, was emotional berührt. Ich würde ja nicht Musik machen, wenn das mir nicht auch was geben würde. Und das mit Leuten zu teilen, ist natürlich ein wunderschöner Moment. Wir gratulieren wieder. Alles vielen Gute. Vielen herzlichen Dank. Ciao, bis nächstes Jahr. Später. Lass ich dich vor. Hallo. Hallo. Wir sind. Heute darf man die Geige dabei. Gut, das richtig an. Aber halt hinter der Bühne. Ich muss ja nachher noch ein bisschen was spielen. Wer jetzt bei den vielen Menschen liegt da schön warm. Ich habe auch gehört, dass wir heute Verkaufskollegen sind, dass wir auch alle spielen. Ist das so? Das stimmt, aber ich glaube, du bist da besser als ich. Also mach dir da keine Sorgen. Okay, dann wir sind natürlich schon ganz gespannt. Sorgen machen wir uns nicht, wir freuen uns drauf. Ich mich auch. Ich werde das sicherlich gruselig schlecht machen, aber im Endeffekt, man muss ja Spaß an so einer Veranstaltung haben. Und sag mal so, das ZDF ist selber schuld. Ich kann es nicht besser machen, als ich es machen kann. Und es ist ja nun nicht der erste Echo, wie wir wissen. Wir haben uns schon öfters hier getroffen. Wie fühlt sich das an, jährlich wieder zu kommen? Ist immer wieder eine Herausforderung. Natürlich auch ein bisschen Glück gehört immer auch dazu, dass man ein Projekt auswäscht, das natürlich auch den Leuten gefällt. Aber es ist auch mit viel Arbeit verbunden. Dementsprechend fühle ich mich sehr geehrt, dass die Arbeit belegt wird. Wächst der Druck darüber wieder? Ich glaube, ich habe von Anfang an immer einen sehr hohen Anspruch mir gegenüber gehabt und den ist auch geblieben. Ja, okay, dann wünschen wir viel Spaß und danke. Freuen uns auf die Video. Dankeschön. Jetzt kannst du die Frage. Deutsche Welle. Da seid ihr. Guten Tag. Die Deutsche Welle. Auf Englisch oder Deutsch? Auf Deutsch. Mir wäre es jetzt. Ich habe nur so ein bisschen jetzt. Wir sind Vielfalt rein, das ist ein bisschen Englisch. Nee, wunderbar, wir haben uns ja hier auch schon mal mit der Kurse reingekommen. 2008. Ja, also herzlichen Glückwunsch erstmal zum neuen Echo. Wie war das da? Ich weiß nicht, ob ich die passende Besetzung gewesen bin, aber ich wollte die Filmmusik schreiben und ich bin natürlich froh, dass ich das Projekt gemacht habe. Es hat mir die Möglichkeit gegeben, als Arrangeur und als Komponist zum ersten Mal in großen Stile tätig zu sein und fühle mich natürlich geehrt, weil viele der Stücke auch, die auf diesem Album drauf sind, auch im Film stattfinden. Und dafür ein Echo zu bekommen, das spricht ja dann auch für die Filme. Wie viele Figuren konntest du nicht in die Rolle reinversetzen? Im Endeffekt bin ich Musiker und Paganini war Musiker gewesen. So viel muss ich mich gar nicht in etwas hineinversetzen.
Das ist genauso, wie wenn du eine Reporterin spielen würdest. Ja, läge dir wahrscheinlich auch nahe. Das stimmt, aber du hast, ich habe gehört, dass man wieder sagt, es gibt auch eine Gemeinsamkeit. Aber diese Gemeinsamkeiten gibt es bei allen Musikern. Jeder Musiker, der jetzt sehr früh anfängt und talentiert ist, hat auch mit vielen, vielen Sachen ein Stück weit zu kämpfen und zu arbeiten, Disziplin, viele Sachen auch auf viele Sachen verzichten. Das ist natürlich ganz, ganz normal. Also das hätte sicherlich auch jemand anders gut machen können. Und jetzt kriegst du ja den Echo als Festival zum dritten Mal. Also warum verkaufst du nicht? Also glaubst du, das hat mit deinem Image als Rebell der Klassik zu tun, als junger Wilder? Wie hart arbeitest du? An dem Image arbeite ich überhaupt keine Sekunde dran, aber an dem Geigenspielen jede Minute am Tag. Insofern möchte ich behaupten, dass es dann doch an dem Produkt, an der Qualität und auch an meinem selben, meinem hohen Anspruch und natürlich auch ein bisschen Kreativität, weil nicht viele Musiker schreiben selber und arrangieren und ich mache das seit sehr, sehr vielen Jahren. Irgendwie scheint es mir dann doch Erfolg zu geben, nicht nur Interpret zu sein, sondern auch Komponist. Und aber glaubst du halt, dass ihr so Ausgewogenheit in andere Sachen, also die jetzt in Sachen, die du gemacht hast, und jetzt aber auch in die Filmbranche, dass dir das mögt oder dass es vielleicht auch gefährlich ist, als Nein, Musiker sich auch ein fremdes Terrain zu liebe, ich liebe Risiko. Man ist wirklich, man kommt auf die Welt, man muss alles ausprobieren. Und wenn man so eine Chance bekommt, dann muss man sie einfach machen, egal ob man da jetzt schlecht drin ist oder nicht. Das müssen andere beurteilen, aber ich lebe, um eine gute Zeit zu haben. Und mein allererster Anspruch ist, etwas so gut zu machen, wie ich es kann. Alles andere ist nicht in meiner Beurteilung. Und jetzt letzte Frage.